dass das nicht so laufen wird, wie die Herren bei Engie und wie die Herren im Bergamt oder sonst wo sich das vorstellen. Was wir wollen, was hier mit dem Giftschlamm passieren soll, nämlich, dass der ausgebaggert wird. Mal einige Fakten vorweg. In der Arbeit mit Erdöl- und Erdgasprodukten entstehen vorwiegend Benzole und Toluole. Diese Benzole führen überwiegend zu Leukämie und zu Lymphdrüsenkrebsen, ähnlich wie übrigens auch die Radionuklide, die man auch hier hinzuzählen muss, auch die führen vor allen Dingen zu Lymphdrüsenkrebsen. Gerade der Bernd Ebeling hat da ja besonders dran gearbeitet. Und diese Radionuklide sind auch im tiefen Grundwasserleiter, 40, 50 Meter tief, nachgewiesen. Aus diesem tiefen Grundwasserleiter nehmen die Landwirte übrigens ihr Beregnungswasser. So, wir haben also durch die Benzole Leukämien, Blutkrebse, Blutarmut, durch die Toluole, Speiseröhren- und Darmkrebse. Insgesamt Magenkrebse ist klar, wenn etwas in die Speiseröhre gelangt, gelangt es auch weiter in den Magen, in die Nieren, weil es dort ausgeschieden wird, und auch in die Blase. So gibt es auch Blasenkrebse entsprechend. Quecksilber findet sich als Metalloöstrogen ebenso an Östrogenrezeptoren. Frauen kennen das, weil beim Brustkrebs heute nach Östrogenrezeptoren den Schwierigkeitsgrad und auch die Gefährlichkeit des Brustkrebses einschätzen kann. Das heißt also, es kommt zur Entstehung von hormonabhängigen Brustkrebsen. Wir haben mal vor einiger Zeit durch Herumfragen in Burchau festgestellt, wie viel Krebsfälle denn in den letzten Jahren hier eigentlich waren, ob das im Grunde genommen mit der altmärkischen Durchschnittszahl übereinstimmt. Und da haben wir festgestellt, dass hier bei 107 Einwohnern 18%, also in den Jahren 2010 bis 2016, also 3% pro Jahr an den Krebserkrankungen waren. Vor allen Dingen dreimal Nierenkarzinom, Leukämie, viermal Lungenkarzinom, viermal Magen, dreimal Brustkrebs, zweimal Hautkrebse. Es waren also 19 Krebsfälle. Ja, 18%, 3% pro Jahr, normal wäre gewesen 1 bis 1,5%. Ausscheidung über die Nieren 10% und über den Darm 90%. Halbwertszeit von Quecksilber 22 Jahre. Das heißt, es dauert 22 Jahre, bis Quecksilber, was hier liegen würde oder dort liegt, bis das zur Hälfte sich verbraucht hat. Ich denke, das sind einfach mal kurz zusammengefasst Fakten, Zahlen. Wir können das jetzt noch weiterentwickeln über Radionuklide, über Cyansäure und ähnliches. Aber das Schlimmste, glaube ich, ist das Quecksilber, von dem wir hier 600 bis 800, vielleicht auch 900 Tonnen lagern. Und ich denke, wenn wir diese Risiken weitertragen in die Politik, weitertragen an weitere Bürger, dann stehen nächstes Mal möglicherweise noch mehr Leute hier. Und genau das müssen wir erreichen, dass wir den Druck ausüben, die Politik, und uns nicht kleinreden lassen mit Dingen wie, wenn der tiefe Grundwasserleiter Radionuklide und Quecksilber enthält und der obere ja nicht in 10 bis 20 Metern, dann können wir beruhigt unser Gemüse damit spritzen. Das würde ich auf jeden Fall nicht tun im Augenblick. Ja? Denn da gibt es immer Verbindungen und Fließrichtungen und ähnliches, die das ganze Grundwasser belasten können, in welcher Schicht auch immer. Diese Grube hinter uns ist eine tickende Zeitbombe. Und dieses Grundunwohlsein und die berechtigten Sorgen der Bevölkerung müssen ernst genommen werden. Und, sehr geehrte Damen und Herren, deshalb unsere Position, diese Grube muss weg. Wir haben es hier mit radioaktiven Rückständen aus der Erdgasgewinnung, aus der Erdgasreinigung, mit Reinigungsschlemmen, mit radioaktivem Schrott, mit Rückständen der Düngemittelproduktion und vieler anderer Faktoren zu tun. Mit Quecksilber, mit Arsen, mit Cyanid, mit Radium 226 und weiteren hochgefährlichen Stoffen. Wenn ich das anfange aufzubaggern und wegzutransportieren, wird es nochmal gefährlich. Und dazu muss ich natürlich genau wissen, was steckt dort drin. Was mich am meisten immer
den Hals schwillen lässt, ist, wenn sich Politiker, Fraktionen, Parteien einerseits hier hinstellen oder auch woanders und sagen, ja, wir sind dafür, dass das Ding weg muss, aber im Landtag was ganz anderes machen oder in der Landesregierung. Und das sage ich jetzt ganz klar in Richtung CDU, SPD und Grüne. Es gab die Möglichkeit, der Willensbekundung, zumindest der Willensbekundung des Landtags und der Landesregierung, dass man sagt, ja, wir wollen eigentlich auch, dass das Ding hier wegkommt. Das hat man nicht getan, das hat man weggebügelt, das hat man weggestimmt. Das ärgert mich, solche Dinge. Herzlichen Dank allen Bürgerinnen und Bürgern hier aus der ganzen Gegend, der WI, alle, die daran beteiligt waren. Glauben Sie mir, das ist meine Erfahrung jetzt, wenn Sie nicht so einen Druck machen würden, würde das nicht so thematisiert werden in der Politik, dann würden wir nicht an der Stelle sein, wo wir jetzt sind. Und das ist gut so. Bleiben Sie da bitte dran. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass dieses Teil wirklich wegkommt. Ich halte das für ganz wichtig für die gesamte Altmark. Man stelle sich vor, wir wollen hier den Tourismus entwickeln. Wir wollen Landwirtschaft behalten und entwickeln. Da drüben, da hängt ein ganz großes Transparent. Da steht drauf, Politiker handelt für die Menschen, nicht für den Profit. Wir haben an der Stelle ein Sondervermögen, was uns von der Bundesrepublik Deutschland damals zur deutschen Einheit zur Verfügung gestellt wurde als Bundesland, von etwa einer Milliarde D-Mark. Von diesem Sondervermögen ist heute noch eine deutlich ausreichend große Zahl vorhanden, das nur für diesen Zweck eingesetzt werden kann, um Altlasten zu beräumen. Die eine Zwischenruf war, der Eigentümer ist verantwortlich. Eigentümer gab es mehrere in der etwa 50-jährigen Geschichte, ja, vor der wir hier stehen. Sie kennen alle die große volkswirtschaftliche Bedeutung, die die Erdgasförderung in den vergangenen Jahrzehnten gehabt hat. Und es ist Ihnen auch bewusst, dass die Unternehmen, die hier gearbeitet haben, jahrzehntelang große Gewinne erzielt haben und auch größere Mengen Steuern gezahlt haben. Ein jeder, der halbwegs realistisch rangeht, weiß, dass diese Beräumung grob geschätzt vielleicht 5 Jahre dauern könnte. Möglicherweise, ganz grob geschätzt, 20 Millionen Euro verschlingen wird. Und natürlich müssen diese Stoffe woanders irgendwo eingelagert werden, wo die Lagerbedingungen besser sind. Nach meinem Wissen haben wir 2 Deponien in Sachsen-Anhalt, die möglicherweise dafür geeignet wären, aber das muss im Detail untersucht werden. Unter anderem wird bei den weiteren Untersuchungen beprobt, an mehreren Stellen, was sich hier in dieser Grube direkt befindet. Nach heutiger Einschätzung sind die vorhandenen Unterlagen und Protokollen nicht vollständig. Vielleicht ist es sogar so, dass das für die AfD auch mal eine Erfahrung ist, dass sie mal was Gutes macht und was Richtiges macht und anderes, dass sie daraus für ihre eigene Zukunft was lernt. Bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gestellt gegen das Unternehmen Engie, gegen den zuständigen Wirtschaftsminister Willingmann, in dessen Bereich das hineinfällt, und die Verantwortlichen. Eine Anzeige, die sich damit beschäftigen soll, wer hier seine Sorgfaltspflichten gegenüber der Bevölkerung seit Jahren vernachlässigt. Und der Skandal ist, dass aufgrund dieser Anzeige, ich habe bis heute von der zuständigen Staatsanwaltschaft keine Antwort über die Tagebuchnummer bekommen. Hier werden Dinge verschleppt. Und deshalb mein Aufruf an die genannten Verantwortlichen, für eine nachsorgefreie und nachhaltige Lösung hier zu sorgen, im Sinne unserer Kinder und unserer Kindeskinder, weil ich bin der Meinung, das ist eines der größten Umweltskandale in Deutschland, und ich bin auch mal so ein bisschen gespannt, was dann sich noch daraus entwickeln kann, wenn man wirklich weiß, was dort drin ist. Und diese Größenordnung überhaupt abschätzen kann, welcher Aufwand dort betrieben werden muss. In den 80er Jahren stand ein Artikel in der Zeitung, da sprach der ehemalige Direktor des Kombinates Erdöl, Erdgas Bommern, und der sagte, für die Dichtheit der Deponie kann niemand garantieren.
Diese Deponie ist nicht auf Ewigkeit dicht. Weiß ich nicht, auf was warten wir eigentlich noch? Es führt keinen Weg drumherum. Und wenn Sie uns jetzt auch nachweisen wollen, dass sie dicht ist, aber wer garantiert es uns denn, dass sie in 50 Jahren noch dicht ist? Es wird also hier zugegeben, es existiert ein Grundwasserschaden. Das wird aber so dargestellt, der ist konstant. Der hat sich in der ganzen Zeit nicht vergrößert und deswegen ist das nur eine einmalige Havarie gewesen und wo irgendwas passiert ist und seitdem ist nichts mehr rausgekommen. Das ist totale eine Verarschung, denn das Grundwasser fließt. Und wenn da unten der Grundwasserschaden gleich bleibt, dann heißt es, dann kann nur Land gleich bleiben, wenn ständig was nachkommt. Denn das Grundwasser fließt, das heißt, die Schadstoffe werden weiter transportiert. Und wenn ich da feststelle, der Schaden bleibt, dann ist es nur möglich, wenn was nachkommt. Also, alle herzlich eingeladen nach Kakerbeck, Dorfgemeinschaftshaus. Das ist am Ortsende Richtung Süden, Richtung Magdeburg, am Ortsende auf der linken Seite, dort wo auch die Kröte stationiert ist. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung heute. Noch einen angenehmen Abend.